Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Glingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, erstmal möchte ich euch Danke sagen für 500 Abonnenten. Es ist unglaublich, das ist die Hälfte von 1000. Das ist echt unfassbar, dass ich 500 einzelne Leute habe, die mich abonniert haben. Darüber freue ich mich riesig. Aber auf das Thema werden wir später nochmal zurückkommen, denn es wird natürlich auch wieder eine ganz tolle Verlosung geben. Bevor ich euch aber zeige, was ihr gewinnen könnt, geht es erstmal um eine andere Sache. Und zwar um die Nudebox. Ich habe euch gestern auf Instagram schon berichtet, dass die heute auf meinem Kanal zu sehen sein wird. Und falls ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr auch, dass ich die Nudebox vor längerer Zeit schon jetzt gewonnen habe. Falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann steht hier einmal jetzt der Name eingeblendet. Dann könnt ihr mir einfach noch folgen und da seid ihr dann immer auf dem Laufenden. Auf jeden Fall habe ich die Nudebox gewonnen. Einfach bei Instagram, auf deren Instagram-Account hatten sie eine Verlosung gemacht. Ich habe teilgenommen, ohne darüber nachzudenken, ob ich es gewinne, weil eigentlich gewinne ich nie was. Aber ich habe eine Nudebox gewonnen. Fand ich auf jeden Fall sehr cool, weil ich eigentlich auch schon darüber nachgedacht hatte, sie mir ins Abo zu nehmen sozusagen, und jetzt kann ich sie erstmal vorher ein bisschen ausprobieren. Was ich dazu sagen kann, was mir schon auffällt, das war ein bisschen sehr viel Stress mit der Lieferung. Irgendwie hat es nicht so geklappt. Die haben meine Adresse nicht richtig draufgeschrieben, da wollten sie es an irgendeinen Paketshop schicken. Also das war schon ein bisschen tricky. Aber naja, auf jeden Fall die Nudebox, von der habe ich noch gar nicht so oft gehört, aber ist halt eine, auch eine Abo-Box. So viel weiß ich jetzt auch noch nicht so drüber, weil ich habe sie auch nur mal einfach gewonnen. Ich kann euch auch nicht genau sagen, wie viel sie kostet, aber ist ja auch irgendwie ein Gewinn, ne? Auf jeden Fall ist bei der Nudebox so, dass man auch viele Fragen beantwortet und dass jeder wirklich eine, soweit wie es geht, individuelle Box hat. Also wirklich viele Produkte drin sind, die auf sozusagen mich jetzt abgestimmt sind oder wenn ihr die bestellt, auf euch abgestimmt sind. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und dann würde ich sagen, mache ich sie einfach auf. Sie war nochmal in so ein Plastik eingepackt und das ist jetzt hier die Box. Steht einmal Nudebox drauf und hier steht Enjoy It. Und dann öffne ich sie. So. So sieht sie aus. Ich werde euch, also von innen, ich werde euch auch nochmal die Internetseite zu der Nudebox unten in die Infobox packen, dass ihr euch auch informieren könnt, falls euch das interessiert. Ich bin sehr gespannt, wie ich die Box jetzt so finden soll. Okay, also ich lese euch nochmal vor, weil hier steht es nochmal drauf. Was ist die Nudebox? Und zwar, was bei der Nudebox auch ist, das kann ich euch jetzt schon sagen, es gibt drei verschiedene Boxen. Es gibt einmal die Box, die Beauty-Box, es gibt einmal die Mom-Box und einmal die für die Männer. Also wenn man zum Beispiel schwanger ist, gerade Mutter geworden ist, kann man sich eine Abo-Box bestellen. Das ist auch cool, finde ich. Für die Männer gibt es eine Abo-Box und halt die Beauty-Box. So. Die Nude-Überraschungsbox umfasst jeden Monat 5 ausgewählte und hochwertige Beauty-Produkte. Du kannst die Box einzeln kaufen oder ein Abonnement abschließen. Wir senden dir dann deine persönlich zusammengestellte Beauty-Box zu. Das Tolle daran ist, dass du immer neue und hochwertige Beauty-Produkte bekommst. Abonniere noch heute deine Beauty-Box und lass dich überraschen. Also, ich bin gespannt und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Hier ist auch so ein bisschen Konfetti drin. Sehr schönes Konfetti, passt gut zu meinem Hintergrund. Und dann fangen wir mit einer Sache an, die ich hier sofort sehe. Und zwar sind das von Essence so Nagelsticker. Ja, also Nagelsticker, das ist so eine typische Sache. Ich glaube, die hat jeder zu Hause gefühlt, weil sie mal im Adventskalender drin waren oder so. Ich kaufe mir sowas nicht selber, habe trotzdem viele davon. Wie gesagt, durch Adventskalender und weiß ich nicht was, sind jetzt nicht die schönsten, aber das sind so Sachen, da freuen sich dann meine Cousinen drüber oder so. Einfach so eine süße Spielerei. So, dann nehme ich mir das nächste Produkt raus. Und zwar ist es von Got2B ein Shimmering Silver Glitzer Haargel. Für alle Haarfarben einfach auswaschbar, biologisch abbaubarer Glitzer. Langanhaltend. Glitter Glam. Okay. Also, wie ich auch sofort sehe, sind hier keine Preise oder so angegeben. Das soll jetzt einfach ein Haargel sein, was glitzert. Okay. Lass dein Haar glitzern mit Got2B Glitter Glam Shimmering Silver. Strahlst du sowohl auf jedem Festival als auch bei einer schimmernden Partynacht.
Okay, also, man sollte es auf einen trockenen Haarscheitel anwenden oder direkt auf deine Zöpfe machen. Also, das ist dann halt einfach, dass man es so rauf macht und dass es halt glitzert. Ist wirklich nur eine Sache jetzt wirklich für ein Festival oder weiß nicht was für eine besondere Sache. Aber ist auch so eine Sache, die ich mir niemals selber gekauft hätte. Ist auch sehr cool. Dann machen wir weiter mit einer Sache von NYX. Und zwar ist es ein Ombre Lip Duo. In einer, glaube ich, nicht super tollen Farbe. Und zwar ist es Peaches and Cream. Ich öffne es mal. Ich glaube, das ist wieder so ein perfektes Produkt für meine Reihe Aminata Tested aus. Weil ich glaube, das ist ein bisschen specialig. Falls ihr meine neue Reihe noch gar nicht kennt, da könnt ihr gerne mal meine Playlist angucken. Da habe ich schon ein paar Sachen ausgetestet. Auf jeden Fall ist es einfach so ein Lippenstift, so ein Lipstick, der zwei Seiten hat. Ich guck mal. Also eine dünnere Seite und eine dickere Seite. Und man soll einfach dann, ich zeige euch, hier ist die Anleitung, das dann so hinkriegen, dass es halt so ein Ombre-Look ergibt. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich werde das bestimmt mal bei einer Aminata Tested Aus Sache machen, weil ich wirklich gespannt bin, ob es klappt und weil ich jetzt auch nicht der Meinung bin, dass es so eine normale, also die Farbe, das ist so orange halt und das ist wie, also es ist keine Farbe, die ich mir so kaufen würde. Bis jetzt sind drei Produkte drin, die ich mir niemals so selber ausgesucht hätte. So, dann wir haben schon drei, jetzt kommen noch zwei Produkte und zwar habe ich hier einmal von Calvin Klein ein Nagellack, ein, das blendet hier, Blended Color Nagellack in so einem Glitzer durchsichtigen Ton. Ja, auch wieder eine Sache, wo man so sagt, okay, brauche ich das jetzt, brauche ich jetzt nicht so, aber ist auf jeden Fall auch ein sage ich mal, eine schlichte Farbe, ein schlichter Ton, es glitzert zwar, aber es ist trotzdem so nicht auffällig, das ist gut. Und dann kommen wir jetzt schon zum letzten Produkt. Und das ist ein Produkt von Catrice. Und zwar eine Limited Edition Glow in Plum Glow Drops. Okay, das sind so eine Glow Drops. Die kann man bestimmt... Also entweder die kann man benutzen wie... Ja, es ist ein Liquid Highlighter. Habe ich mir schon gedacht. Flüssige Highlighter einfach. Flüssige Highlighter habe ich noch gar nicht eigentlich. Ich habe nur Highlighter Sticks oder halt Puder Highlighter. Ich probiere es einfach mal auf der Haut aus. Ist aber wirklich ein sehr schöner Highlighter. Ich mache mal mehr drauf, dass ihr das auch wirklich seht. Bisschen übertreiben hier. So, damit ihr das auch gut seht, ist es wirklich ein schöner Highlighter, gut aufzutragen, ein schöner Schimmer, kann ich mir gut vorstellen, ihn zu tragen. Also das ist wirklich eine tolle Farbe. Ja, das war's schon mit der Kiste jetzt hier, also die Box ist leer. Ich habe mich gefreut, dass ich sie gewonnen habe, keine Frage, aber nachdem ich sie jetzt ausgepackt habe, um ganz, ganz ehrlich zu sein, würde ich sie mir nicht im Abo bestellen, weil wenn ich ehrlich bin, ja, wir hatten halt jetzt hier vier Produkte, mindestens fünf Produkte hatten wir, mindestens vier davon würde ich mir niemals kaufen. Dieses Got-to-Be-Ding, okay, ist mal eine Sache, ist ein Ausprobieren, ist es wert. Dann die Nagelsticker, weiß ich nicht, kann man wirklich, bin ich der Meinung, nichts mit anfangen. Dann dieser Ombre-Lipstick, den ich ausprobieren werde, aber die Farbe ist eigentlich voll unpassend. Dieser Nagellack, ja, nur weil Calvin Klein draufsteht, ist es ja trotzdem kein besonderer Nagellack. Und halt dieser flüssige Highlighter, der ist schon sehr cool. Aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist keine Box, wo ich mir sage, okay, dafür gebe ich jetzt Geld aus. Es ist einfach nicht so schön, würde ich mal sagen. Und auch wenn man mal darüber redet, wie es jetzt mit dieser ganzen Lieferung war und dass es schon relativ lange gedauert hat, diese ganze Verfahren, bis es bei mir angekommen ist, würde ich jetzt nicht sagen, ich bestelle sie mir als Abonnent nochmal. Aber es war auf jeden Fall sehr schön, dass ich sie bekommen habe. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich sie gewonnen habe. Und ich packe euch trotzdem den Link dazu in die Infobox, dass ihr einfach mal selber stöbern könnt. Ja, das war's mit der Nudebox. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir einfach schon gleich zur Verlosung. Wie gesagt, ich habe die 500 Abonnenten-Marke geknackt. Dank euch. Ich danke euch wirklich sehr, sehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann bei den 500 ankomme. Das ist echt die Hälfte zu 1000. Es ist wirklich sehr cool. Ich habe mich riesig gefreut.
500 einzelne Leute. Es ist wirklich nicht zu fassen, wenn man darüber nachdenkt. Und als Dankeschön gibt es natürlich wieder eine Verlosung. Diesmal fällt die Verlosung... mal abwarten, bis die Motorräder vorbeigefahren sind. Diesmal fällt die Verlosung ein bisschen größer aus. Ist ja auch eine besondere Zahl, eine besondere Abonnentenzahl. Und da würde ich sagen, zeige ich euch jetzt einfach, was drin ist in der Box. Und dann erzähle ich euch nochmal, was ihr machen müsst, was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen. So, ich habe hier einmal erstmal eine schöne Box gepackt. Ihr bekommt hier die Produkte in der Nivea Mystery Box. Die habe ich euch ja auch schon auf meinem Kanal gezeigt. Es sind aber andere Produkte drin. So, ich zeige euch erstmal, ich fange einfach erstmal an. Ich habe hier einmal ein Parfüm reingepackt. Ich werde die Produkte nicht weiter grob erklären, weil derjenige, der es gewinnt, soll ja auch noch ein bisschen selber so eine Überraschung haben. Dann habe ich hier von My Little Box eine süße Sache reingepackt. Werde ich euch nicht zeigen, ist eine Überraschung. Vielleicht weiß der ein oder andere es noch, wenn er mein Video geguckt hat. Dann packe ich euch hier rein eine Bronzing-Palette. Dann einmal so eine True Gums. Einmal ein Lipstick von Tease. Dann von M. Asam eine Retinol Intense Cream. Dann habe ich einmal hier von Yves Rocher eine Creme. Oder? Ja. Dann habe ich hier eine Mascara. Und dann habe ich hier noch zwei Produkte vom BB. Einmal eine Bodylotion und einmal eine Cremedusche. Zwei Produkte, die ich sehr, sehr gerne mag. Die werden auch mit da reinwandern. Also diese zwei Produkte, die Creme, der Lipstick, nochmal eine Yves Rocher Creme, Mascara, Bronzing Palette, das Parfüm, einmal das Säckchen mit einer kleinen Überraschung, sagen wir mal. Einmal die Kaugummis und da ich mir dachte, es ist eine 500 Abonnentenverlosung, packe ich einfach noch was rein. Und deswegen packe ich auch noch diese Tasche rein, die in der My Little Box drin war, in der vom letzten Monat, ja vom Juni, da war diese Tasche drin. Ich habe gesagt, das ist jetzt nicht so super mein Fall und deswegen glaube ich, freut sich einer von euch viel mehr darüber. Und deswegen wird die auch noch in diese Kiste wandern. Es ist eine wirklich super, super schwere Kiste, aber was, wie gesagt, ich freue mich so riesig, deswegen wollte ich die Kiste ein bisschen größer verpacken, sagen wir mal so. Was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist einfach einen Kommentar schreiben mit dem Hashtag Halbzeit, denn es ist die Halbzeit. Bald habe ich, wenn es so weitergeht, die 1000, es ist die Halbzeit. Wir haben 500 Abonnenten geknackt. Deswegen ein Hashtag Halbzeit in die Kommentare schreiben und dann nehmt ihr schon an der Verlosung teil. Ich gucke mal auf meinen Zettel. Die Verlosung wird von heute, dem 14.07. bis zum 25.07. gehen. Ich werde das jetzt, wie gesagt, wie ich schon gemerkt habe, ein bisschen anders machen. Der Gewinner wird dann ausgelost und ich werde dem Gewinner dann auf seinen Kommentar antworten. Und der Gewinner hat dann 2 Tage Zeit, sich bei mir zu melden. Nach 2 Tagen suche ich dann einen neuen Gewinner, damit es auch alles nicht so lange dauert, falls der erste Gewinner sich nicht meldet. Wie gesagt, einfach einen Hashtag in die Kommentare schreiben, Hashtag Halbzeit, dann nehmt ihr schon an der Verlosung teil. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück bei der Verlosung. Nochmal vielen, vielen Dank. Wenn ihr nichts mehr von meinen Videos verpassen wollt und vielleicht mich noch gar nicht abonniert habt, aber ihr bald vielleicht auch schon die 600 Abonnentenverlosung auf meinem Kanal sehen wollt, dann lasst mir doch einfach ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und wenn euch dieses Video schon gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!